So, wir sind wieder da, Dungeon Siege 3. Jetzt haben wir alle vier zusammen von der Legion. Ja, und mein Kater juckt gerade die Kralle. Und wir haben jemand befreit, der hier anscheinend ein bisschen stärker zu sein scheint. Gucken wir mal, ob dies auch so stimmt. Krallen, was heißt Krallen? Wir werden erstmal den schicken. Modifiziert der Automatoide. Und wir werden mal erstmal das machen. Das und in der Zwischenzeit werden die schon wieder fast umgebracht haben. Dann klappt es schon. Yeah! Und noch einmal, das ist doch egal. Wir schaffen das auch so. So. Das war's. Kurus der Flinkheit. Wir aktivieren den Schalter. Wir müssen noch ein Erbgut der Familie bekommen. Uns fehlt ein weiterer Schalter. Schalter, Schalter, Schalter. Vielleicht hier hinten. Ja, der könnte gut sein. Gut, aber was passiert natürlich? Schwenkarme. Nee, werden noch nicht aktiv. Ich dachte, die werden schon wieder aktiv. Ist ja immer so in letzter Zeit. So, okay, dann gehen wir hier lang. Wir behalten Katrina, als wenn wir zwei Nahkämpfer einsetzen, finde ich das ein bisschen schwachsinnig. Sie kann uns von hinten unterstützen. Ja, auch wenn sie, wenn dann wahrscheinlich eher was von hinten bekommt, aber ist egal. Wir werden kurz mal hier runterlatschen, was wir auch machen müssen. Und ja, hier. Ach, ich finde die Magie so geil. So, aber das haben wir damit geklärt. Die Leute sind putt und ich habe eine Menge Mana verbraucht. Und ich komme nicht runter. Ihr Wolf hat, glaube ich, schon jemand attackiert. Straßenboss. Ja. Yeah. The Boss from the Street. Hier vom Ghetto aus Stonebridge wahrscheinlich, wie ich ihn mitbekommen habe. So, das ist ja jetzt... erledigt sich, glaube ich, ziemlich von alleine. Mann, 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 Mann. Immer diese möchtegern Straßenkrieger. Hat sich auch schnell erledigt. Jetzt gucken wir mal kurz nach. Wo muss man denn lang? Durch die Tür. Na, da machen wir fix. Und hier hinten ist auch nochmal was. Ist aber nichts Wertvolles. Okay. Leider nein. Wir sollen hier durch, sagen sie. Dann gehen wir halt hier durch. Und hier haben wir was Questabhängiges. Wir müssen aber wieder irgendwie rüber. Wie wäre es mit dem Schalter diesmal? Spüren Sie den Meister. Du bist der Gentleman. Ich habe ein kleines Vermögen dafür ausgegeben, jeden Taschendieb, Straßenräuber und Schläger in diesem Teil von Ruckenwall anzuheuern. Das hat mir ja viel eingebracht. Nettes Versteck. Gebt auf, solange ihr könnt. Nettes Versteck. Sich in der Gruft zu verstecken, war eine gute Idee. In meiner Zeit als Student kam ich oft hierher, um eine Weile für mich allein zu sein. Wirklich? Ich bin ebenfalls ein Alumni des Kollegs. Ich werde darauf achten, dass eure Leiche mit etwas mehr Respekt behandelt wird. Na, vielen Dank. So. Wir mal kurz wechseln. Wechseln. So, sehr schön. Und dann muss ich mal kurz einen Nahkampf attackieren, damit ich meinen Mana wieder bekomme. Ich werde mal Fokus aktivieren und... So. So. Dammit. Und nochmal. Ja, klar, klar. Kein Problem. Für mich... Ach, jetzt machst du mich langsamer oder was? So. Ja, 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 ja. Ich weiß schon, ich weiß schon. Wow, jetzt habe ich noch ein bisschen Schaden bekommen. Ich werde mal hier was einsetzen. Hier einsetzen und... Ach Gott, hier, nimm das. Alter, komm, noch heben. Weg. Ich hoffe mal. Bei mich mal bitte. Schon wieder auf dem Danke. Ein wahrer Gelehrter. Ach, dämlich, dämlich, dämlich. Okay, weiter geht's.
Und so, und so. Das müsste erstmal ordentlich Schaden machen überall. Und ich muss mehr Energie bekommen. Verdammt nochmal. So. Ah. Mist. Sein Blitzschlag hat, glaube ich, abgelenkt. Mal. So. Okay. So. Genug. Ich weiß, wann ich verloren habe. Verschont mein Leben und ich werde mich zurückziehen. Was macht ihr hier? Ihr verschleppt Automatoiden in die Gruften. Sagt uns weshalb. Der Gentleman hat uns angeworben, um die Automatoiden der Stadt zu stehlen. Wir haben sie auseinandergenommen und sie ihm dann übergeben. Er bezahlt uns gut. Ich vermute, er verkauft einige von diesen verdammten Dingern auf dem Schwarzmarkt. Aber das ist nicht meine Angelegenheit. Es ist sehr schwer, diese Metallbiester weit zu schleppen. Deshalb haben wir hier in den Grüften ein Lager aufgeschlagen. Die Bewohner kommen nicht hier runter. Nicht mehr. Wo ist dieser Gentleman? Ihr könnt die Automatiden steuern. Ihr habt ein paar Automatoiden behalten. Wie habt ihr es geschafft, sie zu kontrollieren? Die habe ich vom Gentleman bekommen. Er muss einige von denen, die wir für ihn besorgten, umgebaut haben und ihnen neue Befehle gegeben haben. Wo ist dieser Gentleman? Eine Frage noch. Wo kann ich den Gentleman finden? Ich wünsche euch viel Glück dabei. Ich habe ihn verfolgen lassen, aber es hat nichts gebracht. Er ist wie ein Geist. Meine Männer sind ihm bis in eine Sackgasse gefolgt und dort ist er plötzlich verschwunden. Er findet mich. Ich suche nicht nach ihm. Es werden Wachtmeister kommen, um euch festzunehmen. Wenn ihr versucht zu fliehen, werden wir euch jagen. Gut, damit haben wir das geschafft und kehrt zu Modgirlet zurück. Wir haben hier noch was. Der Anhänger. Das könnt ihr jetzt lesen, das ist mir sonst zu viel. Ach, das ist doch gar nicht so viel, dann lese ich doch vor. Dieser Anhänger zeigt das eingravierte Bild einer wunderschönen Frau in der traditionellen Rüstung der 10. Legion gewandt ist. Auf der Rückseite befindet sich eine Inschrift für meine Elois. Trage dies in der Schlacht, möge es dich sicher mir zurückbringen. In ewiger Treue, okay, Guloima oder so hieß der. Ich werde mal kurz hier zur Heilung machen. Und denk mal, wenn ich jetzt hier oben hinkomme, komme ich dann auch relativ fix raus. Ich denke, da steckt noch mehr hinter der Geschichte. Warum sonst würde der Dieb den Gentleman so einfach verraten? Vielleicht weil der Gentleman einer ist, der uns arrangiert hat. Vielleicht möglich wär's. Wir müssen mal gucken, welche Quest dann uns noch zur Verfügung steht. Okay, hier ist kein Wissensschatz zur Verfügung. Dann müssen wir hier nochmal gucken. Okay. Ich will nochmal kurz in die Quest schauen, was hier noch alles für haben. Also gestohlene Güter, die müssen wir nochmal kurz zu Schnauz zurückbringen und zerstören sie. Schweißzaudernautomatien. Stimmt, die hatten wir auch. Ärger in der Lobbyarbeit, besuchen sie Metallhalle, sprechen sie. Gewinnen sie 3 Stimmen. Ach, das war das Streik, ja. Ärger in der Gruft. Eigentlich nur noch zum Modgötter zurück. Und die gestohlenen Güter. Relikte aus einer anderen Zeit. Achso, das war das alte Ding. Ja. Wir können mal das nehmen. Gucken, wo das denn hier führt. Da müssen wir hier lang. Okay, ist unser aufgenommen. Freund Modgötter wird sich hier hoch erfreut sein, davon zu hören, oder? Wait a second. Wir sind von hier gekommen, oder? Stimmt das nicht? Wir laufen mal hier lang. Oder von wo kommen wir denn jetzt? Auf jeden Fall speichere ich erstmal. Nee, wir kamen noch von. Kam von da. Jetzt laufen wir hier lang. Genau. Und jetzt müssen wir den Schalter betätigen.
Sehr schön. Hier waren wir doch auch überall, wa? Genau, hier müssten wir jetzt rauskommen. Hier sind wir ganz am Anfang. Frage ich mich, warum man nicht so von Anfang an die Abkürzung nehmen konnte. Ah, okay, dann meinetwegen so. Los. Hier will ich nochmal das Grab durchgucken. War das schon geöffnet? Unterer Bezirk. So. Und da haben wir auch was mit Quest gleich. Wo ich glaube, das ist ein Händler. Das wird wahrscheinlich derjenige sein, der mit der Seide zu tun hat. Wo man sich auch hier da unten links aufhalten muss. Ah, hier haben wir noch einen zweiten Quest. Ah. Dann reden wir mal hier kurz mit dem Kerl. Hallo, meine Freunde. Sucht ihr nach etwas Bestimmtem? Wir laufen eure Geschäfte. Läuft das Geschäft in diesem Teil der Stadt? Man kann davon leben, aber gerade so. Ich kann meine Augen nicht eine Minute von der Ware lassen, oder die Leute sind damit auf und davon. Aber lasst euch durch mein Gejammer nicht euren Tag verderben. Schreit einfach, wenn ihr etwas wollt. Okay, Hallo, meine Freunde. Hier sind eure Ware. Wir haben wohl etwas gefunden, das euch gehört. Eine Warenlieferung. Seid gesegnet. Ich hatte mich schon gefragt, was aus dieser Lieferung geworden ist. Ich kann euch nicht genug danken. Danke uns mit Gold. Wenn ihr uns danken wollt, wir könnten Geldmittel brauchen, die uns beim Wiederaufbau der Legion helfen. Gute Wünsche und herzliche Gefühle sind ja gut und schön, aber wie die Lescanzi sagen, Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts. Ja. Ich bin nicht durch Almosen dorthin gekommen, wo ich heute bin, und ich werde auch jetzt nicht damit anfangen, sie zu akzeptieren. Hier, nehmt dies. Ihr habt es mehr als verdient. So. Nochmal einen Einfluss gewinnen an Katarina und so ist es doch schön. Okay, das klingt jetzt ein bisschen so wie so ein, im Hintergrund wie so ein Tripod von Krieg der Welten. Ja. Wow, du grüne Neune, das Ding ist ja doch ein bisschen stärker. Ach, ja. Lasst euch nicht beirren von mir. Wunderbar. Oh Gott. Du lebst aber noch. Das ist gut. Ich werde mal ablenken. Die wird mir auch mal hier Fokus. Kämpf du weiter mit ihm. Ich werde, wie gesagt, versuchen, ihn abzulenken. Ich attackiere ja nicht. Und so klappt es eigentlich auch ganz gut. Ah, dammit. So. Fand ich anders, aber ist okay. So haben wir es auch geschafft, dieses Missionsziel. Die sind echt überall Händler. Überall. Was haben wir denn da schon wieder? Okay, ich eigentlich will hier alle Sidequests erledigen, aber ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt alle Sidequests erledigen kann. Gut. Weil ich vielleicht auch nicht alle sehe, deswegen meine ich das. Aber wir haben hier hinten erstmal die Möglichkeit, mit dem nochmal zu sprechen. Weil wir ja auch hier nochmal zu dir hin müssen. Diesen Goblin, der gesagt hat, man muss unbedingt mal gucken, was da los ist. Und seinen Androiden zerstören, haben wir jetzt gemacht. Mal gucken, wie er uns belohnt. Gib mir Geld. Weiber, Bier, irgendwas davon. Hallo. Guten Tag, meine Freunde. Ich sollte wohl lieber einen Sicherungshebel in meinen nächsten Automatoiden einbauen. Hier ist eure Bezahlung. Nun, es gibt etwas, das mich beunruhigt. Nichts in meinen Bauplänen hätte diese feindseligen Tendenzen hervorrufen können. Ich glaube, jemand hat an meinem Automatoiden herumgespielt. Ich habe keine Konkurrenten, die mich so sehr hassen. Aber in letzter Zeit sind einige Teile verschwunden. Wir können helfen. Für euch nachforschen. Ich bitte nur darum, dass ihr ein Auge offen haltet wegen der verschwundenen Automatoiden-Teile. Ja, das wissen wir jetzt sowieso. Wenn ihr solch ein Gebilde findet, bringt mir bitte ein paar Teile mit. Ganz einfach. Nochmals danke. Passt auf euch auf. Wie? Nicht wirklich, oder? Ich will mal kurz gucken.
Quest. Findet Automatentiere. Okay, im Labor. Nein, jetzt müssen wir wieder rein. Ach, dann machen wir nächstes Mal, dass wir nochmal kurz da reingehen. Ich denke mal, da wird kein Gegner mehr groß sein. Und dann sammeln wir schnell für ein paar Teile ein. Bis dann, euch noch einen schönen Tag. Tschüss, tschüss.